So, ich bin hier gerade ein bisschen auf Flashback. Nee, weg mit dir. Das ist der richtige Shit, Digga. Wario Land. Für den Gameboy, Digga. Boah. Wie ich dieses Spiel gesuchtet habe. Das Spiel habe ich so als Kind gesuchtet, Digga. Ich liebe Wario Land. Ja. Da bin ich, momentan bin ich voll auf diesem Flash hier. Also, muss ich wirklich sagen. Das ist Nostalgie. Das ist richtiges Gaming hier noch, Digga. Wer das verpasst hat, der tut mir ein bisschen leid. Aber gut. Also, tut mir leid, weil er halt was Schönes verpasst hat. Allein das hier, Digga. Wie viele Stunden habe ich auf der Toilette gesessen, Digga, und Tetris gespielt? War auch so vom Ding her etwas, da hast du auch der Umwelt was Gutes getan. Denn du saßt so lange auf der Toilette und hast Tetris gespielt, dass du den Arsch nicht mehr abwischen musstest und kein Klopapier verschwenden musstest, weil es von alleine getrocknet ist, Digga. Und prinzipiell sage ich gleich, nur wer daran wirklich Interesse hat. Ich habe mir einen neuen Account gemacht, wo ich auf diese ganzen Spiele eingehe, auf meine Sammlung. Und da könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, folgen. Einfach gerade Untersetzer im Gameboy-Style gefunden. Direkt gekauft, Bruder. Also, die sehen so baramäßig aus, Mann. Pack euch mal den Link rein auf, entspannt. Was mich auch schon wieder aufregt, ist, ich erwarte heute wirklich ein wichtiges Paket, Digga. Und DHL hat ja einen guten Service, der DHL Express. Zwei wichtige Pakete erwarte ich eigentlich heute. Und die haben einen guten Service. Mit SMS aufs Handy und, Digga. Das ist echt geil. So. Und ich habe eine SMS aufs Handy bekommen, Paket heute, Zustellung bis spätestens 12 Uhr. Und dreimal dürft ihr raten, welches Paket nicht da ist. Und ich habe auch keine Informationen jetzt mehr bekommen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was mit meinem Paket ist, warum es nicht bis 12 Uhr zugestellt worden ist. Bei der Sendungsverfolgungsnummer kann ich auch nichts herausfinden. Digga, eigentlich so ein gutes System, aber sobald da mal ein kleiner Ditcher drin ist, ein kleiner Fehler, kannst du es einfach nicht mehr nachvollziehen, Digga. Stell dir einfach mal vor, du nimmst den ganzen Tag frei, weil du auf dieses Paket wartest und um 12 Uhr kommt einfach nichts, Digga. Und um 16 Uhr ist auch noch nichts da. Und du kriegst einfach keine Informationen. Die finde ich richtig geil, Digga. Die sind richtig geil. Leider ist mein großes Becken nicht geeignet für die. Da müsste ich alles umbauen. Wurden mir auch damals angeboten, habe ich aber abgelehnt, bevor ich das Becken eingerichtet habe. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil die sind, Digga, ganz geile Tiere. Haben auch einen kleinen giftigen Stachel. Jawohl. Auch damals schon glücksspielabhängig in dem Spiel gewesen. Links oder rechts? Ich sag nochmal rechts. Gönn. Jawohl, Digga. Verdoppelt. Wieder verlieren, gar keinen Bock. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Fische aus meinem Teich sind oder vom Nachbarn. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben beide Käuse im Teich. Aber ja, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das waren aber die diebischen Elstern, die bei mir im Garten sind. Davon habe ich so 10, 15 Stück bestimmt. Was liegt denn da? Achso, das ist noch eine Nuss. Walnuss, ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob das einer von mir ist oder vom Nachbar, Digga. Klar, ich könnte jetzt hier auch wegnehmen, aber das wäre ja Verschwendung. Da sollen die Tierchen
Da sollen die Tierchen sich dran vergnügen. Ich frage mich bloß, also entweder sind die durch, wenn das Furnierfische sind, entweder sind die durch Frost, also durch die Kälte gestorben, was sie eigentlich abkönnen, weil das ist hier dicht gefroren und da ist es 1,60 Meter tief oder so. Also da ist es ungefähr 1,60 Meter, 1,50 Meter tief. Und also meines Wissens kein Kranich könnte sich diese Tiere da holen. Und die Kois chillen jetzt bei der Kälte am Grund und nicht an der Oberfläche. Also kein Kranich würde da ja reintauchen, um sich die Fische zu holen in 1,60 Meter Tiefe, meines Wissens. Keine Ahnung, Digga. Und ich sehe auch die anderen Fische nicht, also kann ich auch nicht zählen jetzt. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht meine Kois sind. Aber ich ahne Schlimmes. Die Frage ist bloß, wie wurden die da rausstibitzt? So, wie fast jeden Abend fülle ich hier nochmal nach. Walnüsse packe ich momentan nicht so viel rein, weil die Eichhörnchen ein kleines Winterschläfchen halten. Aber die Krähen, die diebischen Elstern und wie sie alle heißen, kommen hier hin und snacken sich was rein. Im Übrigen, Birkenstock bei der Temperatur, bei dem Wetter, keine gute Idee. Meine Zehenspitzen sind sowas von eingefroren, Digga. Insgesamt habe ich... Oh, nee. Verpiss dich. So. Insgesamt habe ich 4 Stationen für die Tierchen. 2 für große und 2 für kleine. Und die snacken hier jeden Tag. Ist immer richtig Halligalli bei mir im Garten. Digga, meine Füße sind so fucking kalt. So, und notiert euch das schon mal. Heute, also ja, Dienstagabend, heute Abend so gesehen, ist ja schon nach 0 Uhr. Heute Abend streame ich zusammen mit Marc G. Bauer, der Uhrenhändler des Vertrauens. Und ich sage euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock, denn wir machen Schärfewettessen. Und da habe ich wirklich gar keinen Bock, Digga. Warum habe ich mich darauf eigentlich eingelassen? So, und Montana Weise war wieder unterwegs. Sieht zwar jetzt nicht mehr so appetitlich aus, aber als wir vorhin Essen bestellt haben, habe ich mir ein Sandwich schon mitbestellt für später. So, den werde ich mir später snacken. Oder gleich, kaltes Glas das Milch. Und ein Pickup. Persönliche Meinung zu diesem Black and White Pickup. Der normale ist 10-mal besser, Digga. Oh, ich glaube, das sind deine. Die können voll, wenn die mit so am Landen sind, ich sehe das doch immer im Fernsehen, Mann. Die tauchen voll tief, Mann. Das ist bestimmt deine. Digga, warum machst du jetzt wieder so? Als Freund kann man doch dann sagen so. Ja, nee, Bruder, das sind nicht deine Fische. Ich weiß, wie gern du die magst. Bestimmt sind das die vom Nachbarn. Und du machst wieder auf Freund so. Jetzt kann ich nicht schlafen.